Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Cozy Grove. Wir werden heute wieder schön fleißig questen und ja, wir haben ja hier noch ein paar Quests offen. Einmal hier für Bayeros der Dritte, der braucht Schokogalette, pikanter Salat und Sauerteigbrot. Schokogalette haben wir ja schon fertig, pikanter Salat wird ein bisschen schwierig. Sauerteigbrot ist ein bisschen schwierig. Da brauchen wir nämlich einmal die Essenz eines fröhlichen Wichts. Jetzt muss ich nochmal genau gucken. Ich bin mir da unsicher. Wo ist er? Hier unten. Essenz vom fröhlichen Wild, genau. Und fröhlichem Wild ist eine Essenz vom Wild, was die maximale Ausbaustufe hat. Also, die haben hier die zweite Ausbaustufe, die Stufe danach. Also, die werfen hier fröhliches Essenz von einem fröhlichen Wild ab. Die brauchen die nächste Aufbaustufe. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, die jetzt zu füttern und hoffen, dass sie sich verwandeln in die dritte und letzte Ausbaustufe. Das weiß ich nicht, ob die das jetzt machen. Ansonsten sieht es schlecht aus für uns, weil wir die herstellen müssen, sonst. Und das kostet, glaube ich, pro fröhliche Essenz, glaube ich, 25 glückliche Essenz. Ich gucke nochmal. Das ist die hier. Ja, 25, genau. Wir können fast zwei machen. Naja, wir gucken mal. Ich würde sagen, wir gehen die erstmal füttern. Und schauen mal, dass wir die irgendwie weiterentwickelt kriegen. So, wir fangen hier vorne an. Wir füttern den hier erstmal. Ja, der bleibt so. Dann ernten wir den erstmal gleich ab. Und der schmeißt Essenz von glücklichem Wild. Drei Stück, sehr gut. Wir können jetzt schon mal zwei herstellen. Was machen wir den noch schnell? Der hat noch die erste Ausbaustufe. Der ist noch gar nicht weiterentwickelt hier. So, hier drin haben wir aber noch drei, vier Stück stehen, die schon in der zweiten Ausbaustufe sind. Da könnten wir Glück haben. Da könnten wir echt Glück haben. Mal schauen. Nee, der bleibt auch. Der entwickelt sich nicht. Wir nehmen den nächsten. Ach, das ist der Vogel gerade gewesen. Und der möchte, was möchte der haben? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Salat, glaube ich. Hey. Essenz vom glücklichen Wild zwei, dreimal. Dreimal. Von dem Vogel kriegen wir jetzt auch noch was. Das ist schon die letzte Stufe hier. Fröhlichen Vogels, genau. Das ist schon die letzte Entwicklungsstufe. So, der möchte hier auch Salat. Wir haben hier noch zwei stehen. Alles ein bisschen eng hier. Den Salat haben wir nicht. Und das Brot haben wir auch noch nicht. Wir müssen den Salat hier herstellen. Einmal das Brot herstellen und einmal den Salat. Jetzt muss ich nochmal gucken, was genau für einen Salat er möchte. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Also der möchte einmal dieses Kartoffelbrot. Ah, das sehe ich nicht. Der Vogel hat gerade einen Salat angezeigt. Ich habe nämlich ein paar Salate hier drinnen in meinem Inventar. Aber das sind anscheinend nicht die richtigen. Also das Brot können wir schon mal backen, aber ich möchte gerne wissen, was für einen Salat der andere hier haben möchte. Dieser hier, dieser Rothirsch. Zeigt er mir nicht an. Dann gehen wir mal schnell runter zu den anderen Tieren und gucken uns da dort mal um. Laufen wir schnell runter. Weil hier unten stehen ja auch noch ein paar. Der möchte einen Spieß haben, hab ich, kriegt er. Der möchte oben Wurzelgemüse, das habe ich auch dabei. Nee, der steigt nicht auf. Okay. Dann ernten wir den einmal. Oh, den kann ich sogar benennen jetzt. Stimmt, das ist ja auch neu. Man kann jetzt seine Tiere benennen. Also man kann denen einen Namen geben.
Was nehmen wir denn da? Perle, Federschopf der Dritte, Jasper, Carlo Knurr, Mehrnamen oder vielleicht später? Wir nehmen Federschopf der Dritte, das passt doch perfekt. So, hier noch eine Zwiebel. Hier oben, den können wir noch was geben. Der steigt auch nicht auf, dann ernten wir den. Oh, da oben ist ein fetter Fisch drin. Den holen wir uns mal gleich. Oh, den können wir auch benennen. Glöckchen, Phönix, Frechdachs, Quack. Wir machen mal Glöckchen. So. Du heißt ab jetzt Glöckchen. So, dann können wir den Vogel noch füttern. Sehr schön. Ich glaube, der ist auch schon in der letzten Ausbaustufe. Nee, den können wir aber auch benennen. Machen wir mal Purzel. So. Purzel. So, hier haben wir noch ein paar Vögel. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich gehe mal ein Stück weiter weg, was der eine Hirsch hier, das eine Rotwild haben möchte. Das zeigt er mir nicht an. Wir können auch zu den Vogel gehen. Da haben wir noch geröstete Wurzeln. Wurzelgemüse. Geröstete Wurzeln oder Wurzelgemüse? Irgendwie so, ne? Der möchte noch einen Spieß haben. Einen Pilzspieß. Maffi, Röpser, Stummelchen, Mausi. Wir nennen ihn Maffi. Der kleine Maffi. Jetzt füttern wir den noch. Ich glaube, den können wir auch benennen. Das habe ich noch gar nicht gemacht hier. Bei denen hier unten. Ah, jetzt ernte ich hier den Baum ab. Wollte ich gar nicht. Komm, ich will hier diesen einen Vogel abernten. Jetzt. Genau. Osel, Tröpflein, Graf Rugen, Stummelchen. Wir nennen den Graf Rugen. Den finde ich cool. Sehr gut. So, dann holen wir uns schnell hier diesen Fisch. Angel raus. So. Und dann holen wir uns gleich die ganzen Quests ab, die hier auf uns warten. Na, hat er den gesehen oder schwimmt er vorbei? Ah, der schwimmt vorbei. Dann hole ich den Schwimmer nochmal ein und probiere das nochmal neu. Jetzt aber. Jetzt hat er ihn. Jetzt muss er nur noch anbeißen. Okay, sehr zaghaft, dieser Bursche. Aber jetzt. Und? Oh, Schwarzaugengrundel. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Wir haben so oder so ein, zwei Sachen, die wir spenden können. Wir werden nochmal ditchen, oder? Komm, wir ditchen nochmal. Wir ditchen nochmal. Ich guck mal vorher nochmal den Fisch an. Also den hier, die Hundzunge. Genau, Schwarzaugengrundel haben wir auch noch nicht. Gespendet werden wir gleich machen. Ich rüste mal meine Ditchsteine. Oh, 12 Elite-Ditchsteine. Die probieren wir mal aus. Hoffentlich treffe ich. Und? Ist ewig verhungert unterwegs. Eins, zwei. Ich sehe das gar nicht. Wieso geht die Kamera nicht weiter rüber? Warum nicht? So. Ich glaube, ich muss Döller machen. Gleich sind die ganzen Elite-Ditch-Steine hier weg. Ah, jetzt geht die Kamera hinterher. Und? 4 Stück. Was kriegen wir? Ein Haufen Münzen, 5 Stück Weichholz. Sehr schön. Immerhin. Bei Elite Ditchstein hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Schon allein vom Namen her, aber gut, dann ist das so. Komm, die ernten wir noch schnell ab hier. Diese Obstbäume und dann laufen wir unsere ganzen Beeren ab und holen uns die Quests ab. Sehr schön, die freuen sich alle hier. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Zur Bürgermeisterin Valentina. Der Geist macht eine Geste. Er hat diese Welt zwar verlassen, aber deine Geschenke können ihn noch erreichen. Ah, sie möchte wieder Kaffee. Ich erinnere mich an eine Schaukel hinter etwas. Hier ist Bayeros. Hier ist wieder so ein... Oh. Und wir haben, glaube ich, Herzen noch. Glaube ich, haben wir noch ein paar. Die habe ich weggepackt. Die sind in meinem Lager drin.
Den können wir jetzt gerade nicht helfen, diesen kleinen Wicht. Und hier ist der andere dort unten. Ursula Kiefer, oh je, wo sind denn nur meine Gartengeräte hin? Ich achte sonst eigentlich sehr gut auf sie. Ja, sie will wieder ihre Pflanzenkelle. Sie sucht die Pflanzenkelle. Die hat sie wo irgendwo liegen lassen. Dann gehen wir schnell runter. Blattgemüse brauchen wir auch noch. Ayun, was kann ich heute für dich tun? Ist alles in Ordnung mit dir? Alles in Butter, warum auch nicht? Ich habe all meine Erinnerungen wieder und meine Schuldigkeit getan. Nun warte ich nur noch auf mein Taxi ins Jenseits. Klar, diese Plagegeister haben mir ein paar Fotos direkt aus den Tatzen geklaut. Aber weißt du was? Die können sie ruhig behalten. Ich brauche diese alten Dinger nicht mehr. Solange ich meine Lilly habe, ist alles andere egal. Stimmt doch, oder? Oh, er möchte 3 Fotos haben. Foto vom Nicht-Wahrhaben-Wollen. Mach dich auf die Suche in der Nähe einer Statue. Foto eines Kampfes. Suche in der Nähe eines Haufens aus Einkaufstüten. Foto von einer Beerdigung. Suche in der Nähe von Festballons. Oh, das ist beides bei Valentina. Einkaufstüte und Festballons. Könnte sein, dass das beides bei Valentina. Geldwaage ist unten. Beim reichen Schnösel. Sag ich mal. Hier, das Blattgemüse brauchen wir. Sehr schön. Edles. Immer gut. Hier unten ist noch eins. Perfekt. Wir brauchen nämlich für den Salat, brauchen wir nämlich Deluxe-Blattgemüse. Und da haben wir 2 Stück schon. Mega gut. Mein Rucksack ist voll. Nein! Wir holen mal schnell hier noch die Quest ab. Okay, raus damit. Ich weiß, was du jetzt denkst. Herrje, Tram, was ist aus dem Sturm geworden, der dir solche Sorgen bereitet hat? Lass dir nichts vormachen. Die Regierung hat ganz sicher gewusst, dass ihre Pläne an die Öffentlichkeit gelangt sind. Also haben sie das Ganze zunächst mal abgesagt. Wir wurden verschont, fürs Erste. Wen? Wenn du das sagst? Schau mich an, mein Geist ist klar, meine Augen sind scharf, ich bin ein Krieger der Wahrheit. Ich könnte mich bedeutungslosen Ablenkungen trösten, wie es der Rest der Schafe tut. Aber stattdessen tue ich, was getan werden muss. Verwechsle aber meine vorbereitet sein nicht mit Angst. Ich bin der am wenigsten ängstliche Bär, den du je gesehen hast. Oh, und übrigens, geh heute unbedingt auf einem anderen Weg hier raus. Diese Wichte arbeiten mit dem Reptilioden zusammen und sie beobachten dich, da bin ich mir ganz sicher. Oh, wir müssen uns Acht nehmen. Von den Reptilioden. Wir gucken mal hier oben. Ja. Pius hat auch was. Ich spüre, dass dir etwas Sorgen bereitet. Zweifelst du etwa daran, dass sie von der Bauernschaft verfolgt wurde? Ich versichere dir, dass sie den Palast mit Fackeln und Heugabeln stürmten. Sie überwältigten unsere Wache und drangen in die heiligen Gemächer seiner Majestät ein. Ich zog mich in den hohen Turm zurück und musste hilflos mit ansehen, wie unsere große Stadt fiel. Oh. Möchtest du wissen, was im Anschluss mit mir geschah? Ja, bitte erzähl mir davon. Ich war in diesem Turm gefangen. Es gab kein Entrinnen vor dem Mob. Sie versuchten nicht einmal, meine Barrikaden zu durchbrechen. Sie wandten sich einfach dem Bauwerk selbst zu und griffen das Fundament des Turms an. Ein Turm, der Jahrhunderte überdauert hatte, wurde an einem einzigen Abend zum Einsturz gebracht. Und ich, der treueste Diener seiner Majestät, stürzte mit ihm. Diese Viper Dahlia wird behaupten, dass ihre Revolution ehrbar war und mein Tod gerechtfertigt. Aber kann ein solches Gemetzel gerecht sein? Ich glaube nicht. Bleib wachsam in ihrer Nähe. Erinnerung und wir haben was zum Anziehen, aber mein Rucksack ist voll. Wir gucken mal, ob wir irgendwas entbehren können hier, aber eigentlich ja nichts. Wir könnten hier... Die Muschel könnten wir liegen lassen. So, die legen wir mal ab. Und sammeln dafür den Ritterhelm auf. Wir haben einen Ritterhelm bekommen. Wie cool ist das denn? Muss ich mir mal angucken. In Gold? Wir haben den schon. Wir haben den aber... Nein, den wollte ich doch anziehen. Wir haben den... Und gleich in den Kleiderschrank. Wir haben den in Silber, glaube ich. So, jetzt können wir die Muschel wieder aufnehmen. Wie cool sieht das denn aus? Nice. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dann gehen wir runter. Wir müssen unbedingt unseren Rucksack ein bisschen leer machen.
Der ist ganz schön voll. Ich glaube, das machen wir erstmal gleich. Hier liegt nämlich noch Salat rum. Der Vogel hier unten möchte auch Salat. Den kriegt er dann erstmal. Wir müssen noch Brot backen. Für dieses eine Rotwild hier vorne. Wir ernten den erstmal. Und dann müssen wir noch zu Prachtschnabel. Schnauz. Ja, ja. Wir müssen erstmal was loswerden. So, wir packen zurück. Und zwar das, was wir hier für die Tiere gebraucht haben. Einmal das. Wir packen Holz weg. Den mittleren Eisenbrocken brauchen wir für die Quest. Packen wir weg. Die Eier packen wir weg. Den Ast, die Äste packen wir weg, besser gesagt. Das Nussmehl packen wir weg. Die Zwiebel packen wir weg. Diese Essenzen packen wir weg. So, was haben wir noch? Wir haben hier noch einen Salat. Drei Silberbrocken. Jedes Blattgemüse können wir wegpacken. Den Salat können wir wegpacken. Das können wir wegpacken. Das Blattgemüse können wir wegpacken. Und diesen Kuchen können wir wegpacken. Und die Quarzedelsteine. Genau. Und wir können diese eine Klamotte, die können wir auch in den Kleiderschrank packen. So, jetzt haben wir wieder richtig, richtig viel Platz. Wir gehen schnell runter zu Octavia, holen uns die Quest von ihr ab. Hier liegen überall Münzen rum. So. Na, wie geht's so? Kindchen, du wirst es nicht glauben. Ich war mit Kelbi, dem Reh, das du mir gebracht hast, am Strand spazieren. Wie sich herausstellte, ist Kelbi eine Rehdame. Ich hatte gerade mit ein paar Einsiedlerkrebsen gespielt, als ich einen alten Baseball fand. Wahrscheinlich hatte den ein paar Kinder vor langer Zeit mal verloren. Ich sagte zu Kelbi, den kannst du mir sicher nicht bringen. Ich warf ihn zu den Bäumen und sie rannte wie der Blitz hinterher. Aha. Ich weiß, die arme Kelbi hat den Ball inmitten des Unkrauts aus den Augen verloren. Aber sie hat mir etwas anderes zurückgebracht. Was wir jetzt kriegen? Gefülltes Ei. Super. Vielen Dank, Octavia. Wir gehen jetzt schnell zur Prachtschnabelchen. Noch dieser Eierkauri leuchtend mit. Hier liegt noch eine Muschel. Oha. Funkende Strandschnecke, die haben wir noch nicht. Mal gucken, was er sagt. Wir geben die mal ab hier. Auswählen. Genau, die haben wir noch nicht. Okay, die haben wir schon. Die beiden Fische geben wir ab und das war's. Für die Fische kriegen wir bestimmt ein bisschen mehr als sonst. Oder? Da haben wir ja schon ein paar. Wir machen erstmal die Muscheln. Für Muscheln gibt es eigentlich nie viel. 20 quasi. Doch, das geht schon. Und ein paar Silbermünzen. 3500. Doch. Das hat sich gelohnt. 8 Quarzedelsteine. So, die Fische. Jetzt bin ich ja mal gespannt. 7500 alte Münzen. Sehr gut. 38 Quarzedelsteine. Perfekt. Das ist ja hier so ein seltener. Legendärer. 9 Quarzedelsteine. Okay. Genau, legendär ist der hier. Und der ist ungewöhnlich. Ja, Miles, dann holen wir uns gleich die Quest von ihm ab. Dein Boot hat schon bessere Zeiten gesehen, aber in diesem Zustand bringt es dich nicht von der Insel weg. Weißt du, ich bin auch mal mit dem Boot an dieser Küste gestrandet. Eine selbstverschuldete Tragödie, die ich nie wieder gut gemacht habe. Ich weiß, du hast mir die Geschichte schon erzählt. Ja, stimmt, aber das ist jetzt nicht meine Geschichte, nicht wahr? Weißt du, du hast mehr gemacht, als nur zuzuhören. Du hast eine Menge für diesen alten Seevogel getan, seit du hier gelandet bist. Du hast mir Essen, Kleidung und einen gefiederten Freund gebracht. Krächz. Und hast nichts als Gegenleistung gefordert. Jetzt kann ich dir einen Gefallen tun. Bring mir die notwendigen Materialien und ich verspreche dir, ich werde den Kahn für dich reparieren. Hui. Oha. Oha. Also, wir haben auf jeden Fall Eisenbahn 150 haben wir und 25 mal Reliktasche, das haben wir. Aber uns fehlt Hartholz und zwar 150 Stück. Uiuiuiui. 12 haben wir schon mal, das ist schon mal ein guter Anfang. Aber, boah, das wird erstmal wieder eine Sammelaktion hier. Und dann repariert er den Kahn hier unten, da bin ich ja mal gespannt. So, Jeremy, holen wir schnell die Quest ab. Der Geist verbeugt sich. Er hat die materielle Welt hinter sich gelassen, weiß die Geste aber zu schätzen. Er möchte... Oh, rohe Nuss haben wir nicht. Wir müssen zum Nussbauen oben. Da haben wir ein paar. Und dann können wir die Quest abschließen. So, wir haben jetzt schon ein paar. Wir müssen uns ein bisschen beeilen,
Die Zeit rennt uns davon. Es sind so viele Quests hier offen, ist ja Wahnsinn. So, kann ich dir bei etwas helfen? Der Geist macht eine Geste. Er hat diese Welt zwar verlassen, aber deine Geschenke können ihn noch erreichen. Oh, da haben wir alles. Das können wir gleich abgeben. Perfekt. So, auswählen. Nee, das Ei wollte ich jetzt nicht auswählen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ach, Pilze und Marmelade. Okay. Pilze. Das war nämlich weg, das Bild rechts. Okay. Der Geist freut sich über dein Geschenk. Sehr schön. So, rosa Pflaume, Kartoffel, Salz. Jetzt kriegen wir fast die andere Quest hier fertig. Rohe Nuss brauchen wir noch einmal. Reicht auch die hier? Ach ja, das sind ja Walnüsse. Ich dachte, das wären Pinien. Ne, dann können wir die abschließen. Dann können wir die abschließen. Ab zu Jeremy. Sieht aus wie Pinienkerne. Die Pinienkerne haben noch ein Rot mit bei, irgendwie so ein bisschen. Daran erkennt man die ganz gut eigentlich. So. Nee, ich kann ja die hier unten nehmen. Dann nehme ich die Urnuss. Ach, die zählt dazu. Die Pickernuss. Wieso, was habe ich vorhin gesagt? Piniennuss? Nee, die Pickernuss. Oh Mann, ich bin schon ganz verwirrt. So, und zweimal rohe Frucht. Perfekt. Der Geist freut sich über dein Geschenk. Was kriegen wir von dir? Kartoffeldonut? Bauernsalat? Hashtag 2, leckes Brot. Zweimal dann wahrscheinlich bekommen. Aber das ist nicht das, was die hier wollen. Wir holen uns jetzt die Quest ab und dann machen wir nochmal ein Brot fertig. Hallöchen, fällt dir auf, was heute anders ist? Der Hof sieht leer aus als vorher. Leerer aus. Ha, genau. Ich habe hier ohne Pause aufgeräumt. Jetzt wird mir klar, wie sehr mich all der Krempel runtergezogen hat. Also Schluss damit. Ich werde das alles verschenken. Schau nur, wie viel ich schon losgeworden bin. Ich fühle mich, als könnte ich endlich wieder frei atmen. Obwohl ich das ja gar nicht mehr muss. Danke, dass du mir bei diesem Schritt geholfen hast. Ein Hoch auf den neuen minimalistischen Veggie-Bär. Das ist ja super. Ich weiß nicht, wie ich mich dafür je revanchieren kann. Oh, und weißt du was? Ich habe herausgefunden, dass es mit Mamas Keramikkarotten auf sich hatte. Die hat sie früher gemacht, um sie anderen zu schenken. Deshalb gibt es auch so viele davon. Sie wollte sicher gehen, dass alle Familienmitglieder und Freunde mindestens eine davon haben. Mama war keine große Künstlerin, aber sie verstand etwas von Beziehungen. Oh, süß. Ich glaube, war es das jetzt schon? Sind wir fertig mit Meister Lee? Also, hör zu, ich muss weiter aufräumen. Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, kannst du dich vielleicht sogar schon irgendwo hinsetzen. Du hast einen von Meister Lee Dennings entdeckt. Die Geschichte geht weiter. Wir haben es geschafft. Goldstatus für Meister Lee Dennings. Sehr schön. Jawohl. Willkommen bei den Goldies. Schön. Er verneigt sich nochmal. Sehr gut. Ist das hier leer geworden? Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, oder? Wie seht ihr das? Gut. Gut, gut. Jetzt gucke ich mal. Wir können zu Ted. Den können wir die mittleren Eisenerzbrocken geben. Da haben wir jetzt nämlich alle voll. Ja. Das werden wir auch machen. Dann gehen wir mal hoch zu Ted. Aber wir können hier den Stein noch mitnehmen. Da ist auch ein bisschen Erz drin. Und dann gehen wir aber erstmal zur... Nee. Wir halten nochmal ein paar Kleid an. Ich habe ein logistisches Problem. Ich verdiene zu viel Geld. Auf meinem Konto ist nicht genug Platz. Ich schätze, die Bank auf dieser Insel ist ungefähr so verlässlich wie die Post. Was? Das habe ich überhört. Wir müssen das Geld finden und es uns schnappen. Ach, wir müssen wieder Geldhaufen suchen. Für Kleid. So, wir wollten ja uns noch ein Brot anfertigen lassen. Das machen wir mal eben. Wir können aber auch schon einmal hier diesen Sauerteig... Ne, wir können den, glaube ich, zweimal machen. Oder dreimal, besser gesagt. Wir haben hier nämlich Essenz vom fröhlichen Wild. Das stellen wir jetzt zweimal her. Da müssen wir, glaube ich, 5 Minuten warten.
Genau, 5 Minuten. Dann können wir das noch nicht gleich herstellen. So, und dann. Genau. Hier brauchen wir 6-mal Blattgemüse Deluxe. Ich habe das im... Ich glaube, ich habe das im Lager gepackt. Oder waren das die einzigen beiden Blattgemüse? Ich glaube, das waren die einzigen. Wir müssten herstellen oder sammeln. Herstellen können wir nicht. Das reicht nicht ganz. Doch einmal könnten wir herstellen. Wenn wir einmal... Nee, 2-mal edles Blattgemüse machen, dann könnten wir einmal edles Blattgemüse machen. Deluxe Blattgemüse machen. Aber das reicht uns ja eigentlich auch nicht. Ich mach mal hier schnell dieses Pilzbrot noch. Okay. Ich würde sagen, die 5 Minuten warten wir noch. Wir haben ja noch ein paar Quests, die holen wir uns noch ab. Ted, genau, der kriegt jetzt erstmal seine Eisenerzbrocken. Das ist hübsches Erz, gut gemacht. Die Leute sagen, dass Golderz besser ist als Eisenerz, aber da täuschen sie sich. Gold ist weicher als Eisen. Es schmilzt schneller. Es leitet Elektrizität schlechter. Eisen ist nützlich, zuverlässig. Es verleiht Steinen wahre Schönheit. Außerdem vertreibt es Feenwesen. Solange es keine Geister vertreibt, ist mir das recht. Man sieht sich. Und Geisterholz. Die Geschichte geht weiter. Oh, sind wir auch schon gut weit bei Ted, ja? Oh, hier unten ist ein Wicht. Den holen wir uns mal. Den holen wir schnell. Halt, stehen geblieben. Und du hast für uns... Ah, die Pflanzenkelle. Sehr gut. Die bringen wir natürlich gleich hoch. Zu Ursel. Ursula. Du hast sie gefunden. Was seid ihr nur für böse Gartengeräte? Kicher. Ein Wulstling haben wir bekommen. Sehr gut. Wir könnten aber auch diese beiden bitterlich weinenden Wichte helfen. So, den ernten wir hier noch einmal ab. Ich glaube, wir haben Herzen im Inventar, oder? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Schade. Hätte ich eigentlich mitnehmen können. So, Patrice. Genau, wir haben ja neulich... Genau, wir haben einmal hier die Fruchtmarmelade gemacht. Die holen wir uns erstmal ab. Dann bekommen wir hier ein Stadthaus und... Obstsalat und pikanter Salat. Sehr gut. Wir haben schon 3-mal pikanten Salat gemacht. Der Geist lächelt. Wir müssen wieder Geschenke finden und Pakete. Hier ist noch ein bisschen Blattgemüse. Hier auch noch. So, oh, hier ist ein Geldschein. Jetzt gucke ich mal. So. Wir brauchen nur noch 2-mal pikanten Salat. Da brauchen wir das Deluxe-Gemüse für. Und Sauerteigbrot, ja. Das zieht sich, glaube ich, noch ein bisschen hin. Wir könnten uns jetzt mal schnell um den Kaffee kümmern. Da haben wir noch Zeit. Und für die Fotos hier. Die Fotos sind, glaube ich, bei der Bürgermeisterin hier oben. Na, Francesca. Hallo, kleine Fauna. Ich ließ meine Gedanken wandern, beschwingt vom Klang des Vogelsgezwitschers. Und sie sind endlich zurück zu dieser Statue gewandert, die du mir gebracht hast. Würdest du für mich noch eine Sache finden? Etwas, das ich verloren habe, als die Statue verbrannte. Ich glaube, du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Ah, Bärenschädel, mein Nachbar meinte, das Ding sei bei einem Traktor hinter etwas. Ne, wir gehen aber erstmal hoch, würde ich sagen. Und suchen. Da ist ein Wicht, den um uns stehen geblieben. Der hat bestimmt ein Paket für uns. Oder ein Geschenk? Ach nee, der hat das erste Foto. Okay, und das... Hier muss aber noch eins sein. Ah, hier oben ist der Wicht. Der hat das zweite Foto. So, und das andere muss wo sein? In der Nähe einer Statue, einer Geldwaage. Ah, das war doch unten bei Clyde. Da gehen wir auch noch schnell hin zu Clyde.
Der Postbote hat einen Brief für dich. Das ging aber schnell. Nein. Nein, nein, nein. Hier, da wollte ich hin. Zwei Marcents von fröhlichem Wild und ein Pilzbrot, genau. Ich habe keinen Platz mehr. Was ist hier los? Wir legen das mal raus. Den Pilzling mal raus. Und wir legen mal die beiden Äste raus. Wir hätten eigentlich nur zwei Sachen rauslegen brauchen. So. Wir gucken gleich noch bei Herrn Kitt vorbei. Checken aber erstmal hier dieses Rotwild ab. Vielleicht entwickelt das sich ja. Und? Und? Nö. Nicht wirklich, ne? Ah, dann beim nächsten Mal vielleicht. Wir hätten es trotzdem. Flammi geben wir ein bisschen Holz. Da haben wir ja ein paar gesammelt. Oh, das war's. Okay. Zu Kleid einmal, zu Waage. Da müsste das letzte Foto sein. Ich sehe den Wicht auch schon, der das Foto hat. Stehen geblieben. Sehr gut. Wir haben alle. Und Traktor, das machen wir auch noch schnell. Traktor ist hier unten. Da ist ein Geldschein. Sehr schön. Es gibt doch nur den einen Traktor hier, oder? Ah, hier ist er. Da ist der Bärenschädel. Den können wir nicht mitnehmen, weil wir natürlich wieder voll beladen sind. So, jetzt aber. Gut, dann geben wir die beiden Sachen noch schnell ab. Einmal zu Francesca und einmal zu Aion. Gehen wir erstmal zu Aion hoch. Ich hänge fest. Der hat auch noch was hier. Der kleine Wicht. Bleib stehen. Du hast ein Paket. Oh, ich bin schon wieder voll beladen. Was lege ich denn raus? Verdammt nochmal den Pilz. So. Ab zu Aion. Du hast die Fotos zurückgebracht, die von den Wichten gestohlen wurden. Musst du deine Nase denn in alles stecken? Wieso glaubst du eigentlich, dass ich diese alten Erinnerungen will? Weil es um deine Familie geht? Du hast doch keine Ahnung, wovon du sprichst. Meine Lili hatte ihre Krankheit, dann wurde sie wieder gesund. Nein, das stimmt nicht. Sie wurde nicht wieder gesund. Und bei ihrer Beerdigung haben meine Kinder mir die Schuld gegeben. Sie haben gesagt, dass ich sie getötet habe. Vor allen Anwesenden. Sie haben gesagt, dass ich meine Lili getötet habe. Sie haben gesagt, dass ich ihre Krankheit nicht ernst genug genommen habe. Ich habe sie nach dem Tag nicht mehr gesehen. Und das ist gut so. Dachte ich damals. Wie kann ein Vater so über seine eigenen Kinder denken? Kein Wunder, dass ich am Ende alleine war und nur die anderen Außenseiter auf dieser Insel als Gesellschaft hatte. Ach, ich wünschte, ich könnte in der Zeit zurückreisen und alles anders machen. Aber das kann ich nicht. Meine Geschichte ist vorbei, wie diese Fotos beweisen. Uiuiuiui. Der arme Aion. Tja, leider kann man nicht zurückreisen. Ah, und hier zu Francesca, genau. Nun, kleine Fauna, das bin ich. Bevor ich Teil des Waldes wurde, wohnte diesem Schädel die endlosen Fantasien der Francesca von Taz inne. Mein ganzes Leben lang sah ich meinen Vater beim Schnitzen zu. Ich wuchs praktisch in seiner Werkstatt auf. Damit ich ihn nicht störte, gab er mir schon als Bärenkind einen Stapel Bücher zu lesen. Ich wusste, dass Papa begabt war. Jeder in Cozy Grove wusste es. Er war ein wahrer Schatz. Aber als ich älter wurde, fragte ich mich, warum er sich selbst Grenzen auferlegte. Er schnitzte nur Bärenbüsten, Grizzly-Mütter, Grizzly-Omas, Grizzly-Kinder. Die Bücher, die ich las, schienen dagegen so abwechslungsreich und ehrgeizig zu sein. Es waren fantastische Werke, tiefgründig und langlebig. Als ich also zum ersten Mal selbst ein Schnitzmesser zur Hand nahm, wollte ich etwas erschaffen, das wichtig war. Ich übte und übte, ich füllte das ganze Haus mit meinen Kunstwerken.
aber alles, was ich fertigte, wurde nie meinen eigenen hohen Standards gerecht. Ich weigerte mich, es zu verkaufen. Als Papa starb, hinterließ er uns seine Blockhütte. Wir hatten genug, um davon hier im Wald zu leben. Ich schnitzte weiter epische Szenen und komplizierte Geschichten. Ich brachte mich mit Leib und Seele in die Arbeit ein, aber nie war etwas gut genug, nie war etwas wirklich fertig. Möchtest du wissen, was an diesem schicksalsträchtigen Tag geschah? Ja, du kannst es mir sagen. Ich machte draußen ein Nickerchen, als ich plötzlich Rauch roch. Es musste das Mittagessen gewesen sein. Lachs in der Bratpfanne, der Brenner war noch an. Irgendetwas Sinnloses in der Art. All die vielen filigranen Skulpturen, sanfte Wellenkämme unter streichholzdünnes Schiffen, Federn an Engelsflügeln. Ich wette, die haben das Feuer schnell angefacht. An diesem Tag ging die Werke meines Papas und meine eigenen verloren. 80 Jahre Kunst, ein Raub der Flammen. Und die Bäume, die alten Bäume, die uns am Leben gehalten, uns versorgt hatten. Aber in diesem Moment dachte ich nicht an den Wald. Ich dachte auch nicht an meine Skulpturen, als ich in die Hütte rannte. Ich dachte nur an das eine Gesicht, das Papa vor so vielen Jahren geschnitzt hatte. Ich war mir absolut sicher, dass das Ganze überleben musste. Ich konnte die Büsten retten. Ja, dank mir wird ein Teil von uns weiterleben. Du hast eine Erinnerung von Francesca von Taz entdeckt und ich glaube, sie kriegt Goldstatus. Nein, wir haben es noch nicht geschafft. Ein kleines Stück fehlt uns noch. Aber sehr, 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 sehr schöne Geschichten, die die Bären hier erzählen. Teilweise auch sehr, sehr traurig, weil sie sich dann irgendeiner Schuld bewusst sind und gerne es wieder rückgängig machen würden. Das ist manchmal so traurig, das so zu lesen. Ja, ja. Sehr, sehr schöne und traurige Geschichten. So, das war's. Ach, wir wollen nochmal zu Herrn Kitt, genau. Wir gucken mal, was er hat. Genau, einmal Geisterholz holen wir uns von ihm ab. Hier unten hat er Eingangstor. Oh, Laborsteuereinheit, 5 Edelsteine. Dann hat er hier eine Meuchelte. Sieht auch lustig aus. Lustig, Lampe gewöhnlich. Blaubeerstrauch. Komm, den nehmen wir mal. So, jetzt gucken wir mal. Kleidung. Baseballkappe. Dicker Mantel. Der sieht gut aus. Der passt zu unserer Rüstung. Federbohr. Erdbeerhaube. Die haben wir schon. Buhmütze. Eine Sherpa-Fließjacke. Haben wir auch noch nicht. Ein Chiap. Ein großer Schnauzbart. Bauernschützer in Grün. Haben wir auch noch nicht. Und Pulli mit Rundhalsausschnitt. Den haben wir aber schon. Aber ich finde, der dicke Mantel passt doch perfekt. Perfekt zu unserem Helm, ha? Dann nehmen wir den mal ab. So. Haarschnitt. Gucken wir auch mal rein. Jetzt sieht man das gar nicht, weil der Helm da so groß ist. Okay. Dann lassen wir das. Dann machen wir Schluss an dieser Stelle. Und mache im nächsten Let's Play weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.